Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Hallo! Im letzten Part anscheinend viel gelabert und irgendwie Donnerhallhöhle was gemacht. Und Flasche gelevelt. Ja, stimmt, Flasche. Klumpen wollte ich ja nicht. Die Geschichte. Achso, ja, ich muss ja lesen. Naja, wer ist das? Wer war das denn? Ich glaube, das war. Ach, egal. Wer war das? Irgendwer, der uns kennt. Oh, Raupi. Oh, Raupi, wie geht es dir? Bitte! Bitte helft meinem Freund! Was ist denn los? Ich habe mit meinem Freund Safkon im Wald Verstecken gespielt. Ja, na du, ey. Aber dann habe ich Safkon nicht finden können. Er ist immer noch da draußen. War das jetzt nicht Smackbo? Nein, das warst du. Verstehe, das klingt gar nicht so. Ich weiß jetzt, wer es ist. Verstehe, das klingt gar nicht gut. ich dachte. Hey, was fällt euch ein? Die schon wieder. Ja, die schon. Nur keine Angst. Wir sind hier, um deinen Kumpel Safkon zu retten. Jetzt wartet mal, Raupi hat uns um Hilfe gebeten. Denkst du, das interessiert mich? Jo. Okay, glaubt ihr wirklich, ihr hättet irgendeine Chance, ihr Amateure? Ihr seid auch Amateure. Ja, ihr seid genauso unfähig wie wir. Was sagst du da? Ich sagte doch schon, es spielt keine Rolle, wer hier Rettung durchführt. Und derjenige... Wenn es keine Rolle spielt, können wir es ja auch machen. Genau, wollte ich auch noch sagen, aber egal. Und derjenige, der eine Rettung erfolgreich beendet, ist natürlich der Held. Hör mal, Raupi, willst du nicht lieber, dass wir das machen? Oder gib deine Belohnung doch einfach dem Team, das deinen Kumpel zuerst rettet. Aber ich habe gar kein Geld. Ach, mach dir darüber keine Sorgen, mein Freund. Wir können bestimmt deine Eltern überreden, uns eine ordentliche Belohnung zu geben. Keche. Wir machen es umsonst. Ja. Oh yeah. Du kannst sogar unserem Team beitreten. So einem Angebot kannst du nicht widerstehen. Ja, doch. Wenn du bei uns mitmachst, Raupi, wirst du beim Team, bei Team Übel eine große Nummer sein. Jetzt hört doch mal auf, die armen kleinen Kinder zu manipulieren. Und sowieso zu denken, ihr seid wow und seid eigentlich nur. So sieht's aus, Liri. Wer zuerst kommt, siegt. Los, Leute, bringen wir's hinter uns. Ihr seid einer mehr, das ist unfair. Nee, wir haben Klumpen oder Flasche, je nachdem, wie man's nimmt. Klumpen! Keine Angst, wir retten deinen Freund. Henny, gehen wir. Ja. Locker, hallo, Klumpen. Nicht Stachel. Wer war nochmal Stachel? Gute Frage, ich glaube nie noch an Weibchen. Ja, stimmt. Und männlich nennen wir ja Dorn. Ja, genau. So. Das wäre hier und... Stimmt ja, ich wusste mal auswendig, bei welchem Gebiet jetzt hier irgendwie wer war, aber das weiß ich gerade nicht mehr. Klumpen wollte ich mitnehmen. Hallo Klumpen. Ich will dein Level-Up noch machen. Ich glaube... Ach, da oben war das Kraftwerk. Okay. Gut, haben wir wieder nur ein Mitglied. Wo auch immer der Freund ist. Aber trotzdem gucken wir uns hier natürlich um. Besonders bei mir kann man sich's leisten von der Zeit her. Verdammt, was soll das eine gemeine Anstochung sein? Nein. Es soll nur sein, dass wir bei uns, bei mir, wenn ich aufnehme, theoretisch wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen können. Krummel, Grisseldrumpf, du bist gemein. Bin ich nicht.
Bist du doch. Nein. Nein, überhaupt nicht. Du willst ja nichts dagegen tun. Oder sonst. Was könnte ich denn dagegen tun? Das habe ich dir schon mal gesagt. Nur du wolltest den ersten Part von deinem ersten Let's Play nicht irgendwie nochmal neu machen. Ach komm, lassen wir alles dran. Kein Bock auf Lager. Oh. Ach, darum. Ich wusste gerade gar nicht mehr, worum es geht. So, hier waren wir noch nicht. Im Makuhita Dojo. Könnten wir auch. Hier kann man trainieren. In verschiedenen Dungeons und ja. Halt leveln. Ich weiß nicht, ob da Leute auch dem Team beitreten können oder nicht. Also lieber am vernünftigen Dungeons leveln. Genau. Wow, wir hatten ehrlich nicht mehr Geld, okay. Auch wenn wir was haben, wir können ja immer mal nachsehen. Ich nehme mal alles für Stahlberg mit, weil wir sowieso noch eine Mission für Stahlberg haben. Okay. Da haben wir jetzt 5 Missionen am Stahlberg. Und nicht vergessen, wir müssen einen Wirbelort mitnehmen. Ja, den haben wir eigentlich sowieso. Gut, dann haben wir hier nichts weiter zu tun. Wirbelort für? Wenn wir zum Stahlberg gehen, halt irgendwer will das. Finsterforce, ein neuer Dungeon. Yay, auf geht's! Ja, auf geht's zum Verkacken. Der näher dran ist, na gut, Kleinhahn auch. Hier muss es sein. Safcon hat sich in diesen Wäldern verlaufen. Gengars Gang müsste bereits hier sein. Wir müssen uns beeilen. Ach was, ich war noch kurz einkaufen, Geld abgeben, beim Trainingscenter vorbeischauen, Jobliste. Und alles Mögliche. Eigentlich nur die Ich hasse Lockduft. Nein, nicht das Schlafende. Oh Gott, egal. Oh, Lockduft. Hört mal auf. Damit können wir weniger ausweichen. Ich habe ehrlich keine. Ich habe doch anvisiert. Fixiert. Warum willst du keine werfen? Ach, geht doch. Was auch immer. Machte es dich nicht? Nee. Vielleicht ist dein Gamepad short. Würde mich wundern. Boah, es macht 5 Schaden. Oh mein Gott. So, Miri, du musst da auch noch rauf. Komm. Gut. Der normale A-Angriff von Klumpen. Wow. Aber ich würde sagen, dass wir dann gleich auf jemanden einigen, den wir leveln. Okay, ja. Den wir beide dann leveln, damit wir quasi dann später einen gut trainierten Teampartner haben, wenn wir zum letzten Dungeon und so aufbrechen. Und Du bist Level 13. Yay! Und da würde ich nicht gerade noch ein Elektro-Pokémon mitnehmen, obwohl da wäre ein Elektro-Pokémon. Ich hätte doch was nehmen sollen. Egal, Weißgummi essen. Yay! Und immer futtern. Genau. Wir überlegen uns dann, wen wir mitnehmen zum letzten Dungeon der Hauptgeschichte, wenn es soweit ist, ne? Ja. Sorry, Sinebeere. Ich hab genug. Du stehst da so schön. Jetzt kommst du, das finde ich super. Klumpen erreicht Level 7! Yay! Magnetilos Level ist gestiegen. Bzz, 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 bzz. Ja, aber ihr seht, Magnetilo braucht zwar sehr lange, aber 5 HP! Ist nicht gerade wenig. Mhm. Besonders in diesem Spiel. Ja, vor allen Dingen, weil es hier 5 KP auch heißt, ne? Ja. Metallsound. Spezialverteidigung sinkt. Das bringt jetzt nichts da. Yay. Ich da bin, aber egal. Ruckzucki. So, hier ist eine Sackgasse. Boah, ich bin schlau. Oh, ein Braungummi. Yummy, yummy, yummy. Gib das doch mal hier, Eri. Liebe Augenblau. Du weißt schon, wie das geht, oder? Nein. Items. Ja, ich hab's ja noch nicht aufgenommen. Nach rechts, nochmal nach rechts. Ah. Essen. Noch, dann esse es ab. Mal gucken. Schmeckt ganz gut. Merklich. Okay, braun geht für mich auch. Komisch. Nicht nur Flora-Gummi. Oh, da liegt noch ein Gummi.
Ja, jetzt willst du so einen anvisieren und vorher nicht. Jetzt bist du mal gerade ausgeflogen. Nur oh, Steinwurf macht 5 Schaden. Mann, bist du stark. Aber sowas von. Goldgummi, das sollten wir dir aber geben. Boden wechseln, Sinnbeere, davon haben wir genug. Items. Da. Geben. Berry. So, jetzt noch auf Items. Nee, jetzt noch auf. Ich hab was falsch gemacht. Nein, du hast es richtig gemacht. Echt? Items nach rechts. Ja, zu dir. Da. Ja. Wechsel, Einsatz. Mäßig. Okay, PV. Naja, wo ist jetzt der Pfirsichschal? Der wird jetzt eine wichtige Rolle spielen. Bitte? Ich habe das Item nie benutzt. Also im Prinzip in Anführungsstrichen eine wichtige Rolle. Es verhindert nämlich Gift. Achso, du meinst bei dem Kampf? Ja, etwas. Können die Gift? Rettern ist Gift, Smoggern ist Gift. Jetzt spoiler doch nicht, gegen wen wir gleich kämpfen müssen. Hier kommt die große Spoilerglocke und schließt dich gleich ein. Nein! Doch, so einmal über den Kopf und dann bist du mundtot. Obwohl, wer spielt dann? Dann navigiere ich dich. Rechts, rechts, links. Fliehorb. Hallo Apfel, ciao Apfel. Hey, Wagen ist wieder voll. Auch wenn er nicht gerade leer war. Ich trinke mal kurz was und mute mich mal eben dafür. Entschuldigung. Ja genau, jetzt gehen auf einmal beide weg. Quiekel bleibt hier. Dann nicht. Oh hi Quiekel. Na komm. Oh. Ich weiß, okay. Ich habe heute irgendwie Halsprobleme. Die habe ich schon etwas länger. Ach, ein Apfel. Sein ist ein großer Apfel, das weiß man aber nicht. Oh, oh, oh. So viele Gänge. Und so viel Verarsche für Klumpen. Handy. Ja, vor allen Dingen für mich. Immer wieder. Oh, dabei hätte ich am Anfang nur hier hingehen müssen. Klumpen hat einen Apfel zum Tragen. Hat er? Ja, weil ich drauf gedreht. Sag. Nee, ich habe den Donnerschock sogar hier gehört. Echt? Hm? Naja, Klumpensarbeit. Boah, wow, sauber. 5 KP, oh mein Gott, wir werden sterben. Na, eigentlich. Das ziehe ich auch schon ab. Ja, schon die ganze Zeit. Boah, hier gibt's nur einen Apfel und einen. Panikon. Panikon! Warst du schon weg? Ui. So viel Gegenwehr. Hm. Härtner, Härtner. Noch mehr, Härtner. Nein, nicht in Form. Oh, jetzt fängt's an. Ihr seht, wir können nicht sehen, was dahinter ist. Das können wir halt nur sehen, wenn okay, wir in diesem Bereich sind. Das ist gerade irgendwie ein Lex. Siehst du das, dass du da zur Seite hin alles sehen konntest? Ja, das sollte eigentlich nicht so sein. Das ist also normalerweise cool. Ist das ein Kreis. Ja. Nämlich da, wo wir gerade sind. Und das, was unser Teampartner noch sehen kann, auch. Also normalerweise ist es ein Kreis. Und nicht da noch rechts an der Seite irgendwas. Vor cool. Allen Dingen, weil das ja auch links ist. Ja. Und du rechts gesagt hast. Ja. Danke. Oh, aber die geben hier schon etwas. Ja, jetzt kommt das Härtner-Duell. Nur, dass ich kein Härtner kann. Hey, schick hier Rauri vor. Oder Saftborn. Ja, wenn ich eins hätte. Ach komm schon, jetzt fängt's an wieder so zu werden. Ach, oh, zum Glück bin ich richtig gegangen. Von Anfang an. Oder so. Hin. Naja, du hättest Abkürzung nehmen können. Ja, eine. Boah, Knilz. 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 Oh, Knilz. Ja, wenn wir schlafen, dann steht da jetzt. Wow, ich schlafe und ich erreiche ein neues Level, indem ich schlafe. Ist das nicht toll? Was, eine 2 HP? Na, dafür auch die Werte um 2. Dann steht da jetzt, Handy schläft. Handy schläft. Handy schläft. Handy schläft. Wie lange will ich. Danke.
Da, wieso? Du hast die Beere, ne? Lass mich raten. Du hast Beere. Warum sollte das Beere haben? Weil während ich geschlafen habe, irgendwer eine Beere aufgenommen hat. Und das war ein Visor. Das Visor aber anscheinend ja nicht. Ja. So, Finsterforst E7. Ich wette, ich hätte unten lang müssen. Oh, ein Geradax. Ein Geradax. Wo? Ich sehe keins. Ja, du hast ihn ja auch schon tot gemacht. Du hast ihn getötet, Danny. Wie konntest du nur? Wie konntest du nur? Oh, Sichlor. Sichlor ist cool. Leider haben wir kein Areal für den. Nein. Oh, noch ein Sichlor. Haben wir überhaupt schon Areale? Ja, wir haben ja schon Klumpen und Nidoran weiblich. Ach ja, wir haben ja schon Klumpen, Flasche und Stachel. Ja. Wären wir jetzt zum Beispiel ein Wasser-Pokémon oder können schweben wie Magnetilo, könnten wir über dem Wasser da laufen. Aber wir sind wieder im... Alter, wir sind voll gearscht mit unserer Kombo. Mit welcher Kombo? Mit Bisasam und Pikachu. Feuer-Pokémon konnten über Lava laufen, Wasser-Pokémon über... Wasser, aber wir sind Pflanze und Elektron, wir können keins von beiden. Joa. Wird schon irgendwie schief gehen. Mein Gott, ein gerader Dax. Ein Felino. Ja. Haben wir dafür schon das Areal? Ich glaube nicht. Oder haben wir Flussgebiet? Oder war es überhaupt im Flussgebiet? Keine Ahnung. E9. Nein, da in der Mitte ist Geld, das will ich gerne mitnehmen. Und hoffentlich kommt Knilz nicht zu uns, was es natürlich tut. Verfolge uns, Knilz. Oh. Oh. Kein Bock zu gehen. Helfen wir dir, indem wir Sachen werfen. Na komm. So, wenn es paralysiert ist, kann es manchmal Einzug gehen, manchmal Einzug nicht. Nee, gehen kann man immer. Man kann nur nicht angreifen. Echt? Ja. Interesting. Oh, Energiefokus. Und schon. Energiefokus ist eigentlich für die coole Attacke in Pokémon Mystery Dungeon. Genau die Attacken, die man eigentlich unnötig findet in normalen, wie Kratzfurie und was weiß ich, ist in diesem Spiel einfach nur geil. Einfach nur über. Kratzfurie und Duflexib in diesem Spiel sind Todeskombo. Überleg mal, Link-Attacken mit Kratzfurie und Duplexib. Oh, ein Floragummi. Das müsste ja für mich gehen, ne? Aber sowas von. Statusprüfer. Was macht Statusprüfer? Ah, das könnten wir ja alles angucken, aber ich würde sagen, da ich ja immer alles esse an Gummis außer Goldgummis oder Gelbgummis, müssen wir das eh nicht machen. Weil je nachdem, was unsere Partner dann an IQ haben, und wir ihnen die Fähigkeiten geben, AP-Prüfer oder was weiß ich, desto mehr setzen sie halt normale Attacken ein oder A-Attacken. Okay. Ich habe zwar nicht meine Frage beantwortet, aber gut. Welche Frage? Was Statusprüfer ist. Ja, das gucken wir halt nach. Irgendwann. Haha, ich hab keine Ahnung. Komm, näher, wie setz. Ja. Schläft. Schläft. Aufgewacht. Aufgewacht. Na, Knilz. Knilz ist eigentlich später relativ praktisch mit seinem ganzen Statusveränderungszeug. Jo. Knilz ist generell. Könnten wir vielleicht mal gucken, ob wir irgendwie eins kriegen. Ja, sowieso, die ganzen Statusveränderungen sind hier sowieso besser. Besonders Agilität ist noch total... Wenn du Agilität lernst, ich lasse es dich nicht mehr verlernen. So. So, Knilz, komm her. Ich würde gerne mal wissen, ob wir schon das Partnerareal für Knilz haben. Weiß ich nicht. Oh, da fällt mir ein.
Ne, Metallsond ist eigentlich noch ganz gut. Klumpen, warum bist du jetzt schon wieder ein Level-Up? Klumpen hat seine hyperaktiven Tage. Okay, nochmal 5 HP. Wieder alles um 2. Ihr seht, seine HP sind für das Level, was er hat, schon an unseren. Da war Geld. Ach, egal. Kokowai, Mirapla. Kokowai, Mirapla. Nein. Ach, kennst du das auch? Ja, natürlich. Jeder muss das kennen. Jetzt schlafen alle und ihr seht, wie oft Hypnose trifft. Ja, total. Matsch, was war das? Matschbombe oder? Nee, wie hieß das? Komm, Lena, aufwachen. Vielen Dank. Leri. Okay, Leri, aufwachen. Kein Mittagsschlaf. Halt. Na. Ich schlafe aber so gern und ich bin in letzter Zeit immer müde. Bin ja mal gespannt, wann diese Folge online geht, in wie vielen Wochen. Ja. Wann stirbst du? Ja, komm, wir essen unsere erste Sinelbeere, weil wir zu viel davon haben. Ist das nicht toll? Die heilt, glaube ich, 100, soweit ich weiß. Und ihr merkt schon, wie groß die Areale jetzt werden können. Ein Huthut hebt das Arena Watt. Oh, wir haben jetzt was in die Sammelbox getan. Gut, rosa Gummi. Essen. Warum kann ich so viele verschiedene farbige Gummis essen? Weil sie dir schmecken. Okay. Wow, wir sind schon echt weit in den Wald gegangen. Ob wir Saftkorn bald mal finden? Keine Ahnung. Stopp! Warum waren die hinter uns? Keche, ihr wisst doch, wer Saftkorn zuerst findet. Wir. Jetzt heißt es 3 gegen 3, ne? Wenn ihr weiter wollt. Können wir das unmöglich gestatten? Was? Hey Gengar! Wieso legst du dich immer mit uns an? Weil ich Bock gute drauf Frage. Habe. Das ist eine gute Frage. Oh, weißt du das nicht? Das war ich eigentlich auch egal. Oh, okay, dann mach du. Wir wollen doch die Weltherrschaft. Das warst du. Raupis Mami wird uns reich belohnen. So gar nicht. Nee, die hat doch gar kein Geld. Eben. Und Raupi wird unserem Team beitreten. Achso, das bringt uns unserem Ziel näher. Hehe, und ihr seid uns dabei im Weg. Tut mir ja echt leid, aber hier endet euer Abenteuer. Und tschüss, Leri. Was ist mit Henny? Muss der nicht gehen? Nö, ich bin keine Ahnung. Wir spielen das Spiel ohne Tackle durch, das schaffen wir. Wenn ich Georgbox werfen kann. Danke. Ah! Triff nicht mal. Gut, ich. Geh auf Gengar. Bin dabei. Aber natürlich mit Egelsamen. Das habe ich jetzt auch gehört. Wie auch immer. Wow. Wow, macht ihr Schaden. Und ich heile mich. Wow. So, nächste bekommt auch Egelsamen. Ja, okay, war unnötig. Oh Gott. Ach, Fluch. Oh ne, oh ne, oh ne. Geh zuerst auf Rettern, würde ich sagen. Nee. Was? Ich schrecke zurück? Wovor? Niemand? Oh, okay, Rettern hat ja Biss angegriffen. Jetzt aber nicht. Gut. Stirb, Gengar. Hey, es hat sogar funktioniert. Es hört auf dich. Silberblick, oh nein, jetzt muss ich. Oh, jetzt muss ich Ranken verrennen. Stirb. Och nö. Rettern ist unartig. Ist auch eine Schlange. Haha. Das kann ich mir erlauben, mit A einzugreifen. Nutz doch einfach Rankenhieb. Wo ist das Problem? Keine Ahnung, ich hatte Bock drauf. Nur leider haben wir jetzt ein Georgbrock weniger. Aua, 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 au, ja. Das werdet ihr bereuen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und weg. Und weg. Synchron. Niemand wird uns jetzt noch aufhalten. Suchen wir Saftkorn. Entschuldigung. Sucht ihr vielleicht noch mir?
Saftkorn. Nein. Saftkorn. Saftkorn oder Saftkorn? Saftkorn. Korn. Saftkorn. Ja, es wird ja Korn, also Korn geschrieben, aber Korn irgendwie ausgesprochen. Ja, das wundert mich gerade. Komm, wir bringen dich nach Hause. Raupi ist schon ganz krank vor Sorge. Hurra! Ich hatte Angst, also habe ich meinen Panzer gehärtet und gewartet und gewartet. Ich sag ja, härt man durch. Danke. Das ist ja super. Willkommen zurück, Saftkorn. Danke, Robby. Und euch danke ich auch, Mary und Henny. Ach, die Augen. Nicht der Rede wert. Eben. Aber ich habe kein Geld. Oh nein, nein. Wir wollen doch gar keine Belohnung. Wir sind glücklich, dass Saftkorn gesund wieder hier ist. Und außerdem hat Klumpen wegen euch 2 Level-Ups bekommen. Wegen euch. Ihr seid schuld. Ihr seid schuld, dass das jetzt stärker ist als Flasche. Cool. Ihr seid noch viel cooler als ich dachte. Ich will auch einmal einem Retterteam beitreten, wenn ich groß bin. Das wäre großartig. Gib diesen Traum nicht auf. Vielleicht kommst du ja sogar in unser Team. Irgendwann. Mir kommt da eine Idee. Henny, wir sollten etwas mit diesem Ort hier machen. Wir sollten hier eine richtige Retterteam-Basis errichten. Eine, die einfach beeindruckend ist. Okay, würde der letzte Satz nicht sein, würde ich sagen, wir haben hier doch schon einen. Das ist cool. Eine Basis ist cool. Wir haben noch einen. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten. Ich auch. Das werden wir machen. Also haben wir schon 2 Smetbos. Hey. Strengen wir uns an und bauen uns eine eigene Retterteam-Basis. Henny und Leri, nochmals vielen Dank. Nicht der Rede wert. In Ordnung, dann macht's gut. Und pass auf dich auf. Und weg. Wir haben zwar nichts verdient, aber wir haben das Richtige getan. Jo, das haben wir. Und wir haben Gengar gezeigt, dass er mit uns nicht umspringen kann, wie er will. Ja, das haben wir. Das war ein anstrengender Tag. Lass uns morgen wieder Gutes tun. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Ja, du auch. Penn mal schön, träum was Schönes. Ja, und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss. Ich glaube ja. Tschüss. Deswegen beende ich schon vorher.